Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal und somit auch wieder herzlich willkommen zu einer neuen Reaction. Denn ich habe ungelogen vor 15 Minuten, nee, gar nicht wahr, doch vor 15 Minuten hat mir nämlich Akaya einen Link geschickt und ihr seht das gerade auch schon, weil ich das nämlich gerade auf habe. Und ja. Darauf werde ich jetzt einfach mal reagieren. Das Lustige ist, anscheinend vor 16 Minuten hochgeladen. Ja gut, ne? Und zwar erinnerst du dich V1, Mixer Master bei Wavy Baby. Okay, geiler Name an der Stelle. Ist ja wie ein geiler Name eigentlich. Ja. Bin mal gespannt, weil ich mir ehrlich gesagt nicht so wirklich vorstellen kann, was da so auf mich zukommt. Aber wir gehen einfach mal rein. Aber natürlich, wie immer, erst nach dem Intro. So, genug gelabert, wir starten direkt rein. 3 Minuten 27. Oh, ich bin. Ich muss noch mal ganz kurz den Übergang haben, damit ich auch weiß, was ich sagen wollte. Auf jeden Fall am Anfang schon mal ein sehr, sehr schöner Übergang. Übergang? Ja. Von diesem melodischen, ich sag jetzt mal, melodischen Background Voices zu dem richtigen Start. Sowas gefällt mir, ne? Sowas gefällt mir persönlich am liebsten. So melodische Anfänge und dann so BAM. Und dann so, gib ihn, ne? Das ist halt. Das fehlt halt so ein bisschen leider. Im Deutschrap heute, leider. Viele, ja gut, viele, ich sag jetzt mal, alte Hasen aus dem Deutschrap machen ja nichts mehr, wirklich. Oder ich krieg's einfach nur nicht mit, weil ich die Musik generell nicht höre. Kann natürlich auch sein. Aber, ich muss auf jeden Fall schon sagen, dass mir der Anfang jetzt schon mal gut gefällt. Gut, es ist die V1, ne? Das ist ja die erste Version. Da kann sich ja immer wieder was ändern. Ja, deswegen, das Ding ist halt, ja, wie gesagt, da ändert sich wahrscheinlich nochmal was. Also wahrscheinlich kann ich nicht sagen, aber, ich gehe mal davon aus, dass sich da wahrscheinlich noch ein bisschen was ändern wird. Ich schätze aber nicht, dass er auf der V1 bleibt. Ja. Aber trotzdem, Anfang gefällt mir ganz gut. Schauen wir mal, wie der Rest ist, ne? An mich.
Ich weiß gerade gar nicht, hatte ich. Ich glaube, in der letzten Reaction auf Arcaia, wo ich auf die anderen beiden Tracks reagiert hatte, auf Paradox Demo und Mein Herz war 2, habe ich das, glaube ich, gar nicht erwähnt. Aber das ist mir schon bei der EP aufgefallen. Und es ist mir halt auch so im Nachhinein auch nochmal aufgefallen, wo ich mir die Tracks nochmal angehört habe. Die beiden. Ist mir das aufgefallen? Ich muss ja ehrlich zugeben, ne? Er hat schon eine krasse Stimme, was so Gesang angeht und alles. Ja, stark. Jetzt habe ich zurückgespult, ohne dass ich wollte. Egal. Ich weiß eh, wo ich war. Ich war hier. Einen Tag an Nein, war ich diesen nicht. einen Tag, ich hab tausende Auch lieber. So. Aber das ist mir aufgefallen bei den Tracks. Nachdem ich aber die Reaction halt schon fertig hatte, ist mir das echt aufgefallen, dass er eine echt krasse Gesangsstimme hat. Ne? Vor allen Dingen ist mir das aufgefallen bei dem einen Song aus der EP. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, welcher Song. Entweder Winter der Stadt oder Wann ist es vorbei? Einer von den beiden Songs habe ich persönlich, was gesangsmäßig angeht, ne? Habe ich ja persönlich am meisten gefeiert. Ich glaube, das ist sogar Winter in der Stadt. Ich glaube, das ist sogar Winter in der Stadt gewesen. Ich weiß es nicht. Ich sag mal so, wenn ich es schaffe und wenn ich es finde, was ich meine, dann blende ich das hier einmal ein. Wenn nicht, dann nicht. Dann habe ich es wahrscheinlich nicht gefunden. Aber das ist mir halt so aufgefallen. Aber er hat schon eine echt gute, schöne Gesangsstimme. Ja, das kann man sich wirklich echt mal anhören. Und das meine ich. Das gerade meine ich. Das gerade meine ich. Genau. Achtet jetzt mal genau auf die Stimmlage und die Höhe, die er da drin hat, einfach. Wie kann man das nicht schön finden? Wie kann man das nicht gut finden? Wie? Einer soll mir sagen, wie. Einer soll mir eine vernünftige Erklärung geben, warum das nicht gut und schön ist. Wenn mir einer eine vernünftige Erklärung ergibt, hab ich nichts gesagt.
das Ende, ne? Warte mal, das. Ich muss noch mal das Ende gehen. Ich. Warte mal, hier? Nee. Da. Ich muss mir das Ende noch mal ganz kurz anhören. Weiß gerade echt nicht so wirklich, was ich sagen soll, weil das ist halt auch wieder diese Sache mit der Stimmlage, ne? Das ist halt auch wieder das. So, es ist halt einfach jedes Mal aufs Neue einfach impressive, was er mit seiner Stimme machen kann und in was für Tonlagen und Höhen und was weiß ich und, ne? Es ist halt einfach immer wieder impressive. Kann man nicht anders sagen. Man kann es halt echt einfach nicht anders sagen. Ich bin einfach jedes Mal aufs Neue, komplett egal, ob ich die Songs kenne oder ob ich die hier zum ersten Mal höre, was jetzt eigentlich keinen Sinn ergibt, so, weil das meiste, was jetzt halt für mich neu ist, sind entweder halt so unreleased Sachen, die ich geschickt bekomme, wenn das passiert. So, das sind dann halt die einzigsten neuen Sachen, die ich höre, weil sonst die anderen Sachen kennt man ja. Aber, ne, es ist halt trotzdem, egal ob man die Songs kennt oder nicht, es ist immer wieder aufs Neueste einfach nur impressive, was der mit seiner Stimme machen kann. Also wirklich, ich bin da einfach jedes Mal aufs Neue impressed von. Ganz egal, ob ich die Songs kenne oder nicht. Ich glaube wirklich, das beste Beispiel dafür ist wirklich die EP, die er gemacht hat. Hier, Kalter Winter, kalte Herzen. Die holt mich immer noch ab. Egal, wie oft ich die in Dauerschleife höre oder was weiß ich, es holt mich immer wieder aufs Neue ab. Egal, wie oft ich es höre. Egal, wie lange ich es höre, es holt mich immer wieder ab. Und ich bin immer wieder bei denselben zwei Songs impressed as hell, Digga. Also von daher, ich glaube, das ist ein sehr gutes Schlusswort. Leute, wenn es euch gefallen hat, dann ja, schaut bei Arcaya vorbei. Ich hoffe, dass ich jetzt wieder Links in die Videobeschreibung packen kann. Wenn nicht, schaut im Community-Tab vorbei. Da werde ich dann den Link zu seinem Instagram reinhauen. Und natürlich Spotify darf nicht fehlen. Ja. Ich muss mal gucken, vielleicht, ich weiß nicht, vielleicht kann ich den Track dazu packen, ich weiß es nicht. Ich werde ihn jetzt noch nicht dazu packen. Wenn er sagen sollte, okay, kannst dazu packen, dann haue ich den Link nochmal extra rein. Und ja, dann würde ich sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns dann am Freitag wieder bei Far Cry Folge 4. Ja, haut rein, bis dann. Tschüssi. His heart is cold, his lungs are blown, the strength is last to rest, the cloud is dead, his sun.